Das Hauptproblem, du wirst schon wieder was in der Zukunft, meinst du, es wird besser? Das musst du verstehen. Es wird in der Zukunft nichts besser werden. Wenn es besser wird, wird es jetzt besser. Und es wird jetzt besser, wenn du zuerst einmal weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Dann wirst du nie mehr irgendeinen Gedanken, den du denkst, die Schuld geben, dass es so ist, wie du in dir denkst. Die, die du dir denkst, die kriegen das nicht mit. Aber du wirst ganz massiv was mitbekommen, jegliche Form von Angst oder Wünschen ist weg. Dann kommst du in die rote Glückseligkeit und jetzt kommt die Neugier. Gei, der Geist Gottes in dir, erwacht jetzt, dass du, was ist da noch alles? Du verlagerst den Fokus nicht mehr in die Sachen, die auftauchen, sondern in den Mittelpunkt rein. Was ist da noch alles möglich in mir drin? Jetzt weißt du, selbst wenn du in einem Buch auf einer Seite bist, dass da noch einiges kommt, das aus dir kommt und nicht irgendwie in der Zukunft auf dich wartet. Gut, jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt haben wir übrigens 3 Stunden zu. Danke. Spielen wir noch eine Runde Leben. Leben. Rido, lass dir einen schönen Namen einfallen dafür. Gut, danke. Bis gleich. Danke. Ciao.